Ja, herzlich willkommen zum achten Teil meiner Hearts of Iron Kampagne. Wenn ihr den siebten gesehen habt, habe ich euch mal kurz vorgestellt, wie mein weiterer Plan ist, beziehungsweise meine Vorgehensweise. Und ich wollte ja von hier oben durchstoßen bis hier runter nach Bielsk. Ich habe das jetzt auch schon begonnen, beziehungsweise ich hatte vorher schon mal was aufgenommen, aber dann ist mir Hearts of Iron abgestürzt aus irgendwelchen Gründen. Deswegen habe ich mir jetzt ganz Einfachheit halber den letzten automatischen Spielstand genommen für den jetzigen Screencast bzw. Videocast. Und werde den jetzt einfach hier weiterführen, weil sonst hätte ich nochmal von vorne anfangen müssen. Und das wollte ich mir jetzt auch nicht mehr antun. Also bis jetzt muss man sagen, ist es relativ reibungslos verlaufen. Und jetzt kommt es hier zu einem Gegenangriff. Und ebenfalls hier. Und dem ganzen Gegenangriff muss ich jetzt schauen, dass ich da irgendwas entgegensetzen kann. Ich werde jetzt als erstes mal mein Kampfgeschwader hier hochführen. Ich werde eine zweite Fallschirmjäger Division in den Einsatzraum schicken. Jetzt muss ich mal gucken, wer hier verstärkt werden muss. Das sind 1, 2, 3, 4, 5 Panzerdivisionen gegen 6 Einheiten. Wie schaut's hier aus? Angeschlagene gegen 5 Einheiten. Gut. Eine Luftlandung bitte hier. So, was läuft hier ab? Das Panzergrenadier-Armeekorps bekommt den Auftrag, sofort hier durchzustoßen. Weil das muss jetzt schnell gehen. Weil ich vermute, die werden hier gleich durchbrechen. Entweder hier oder hier. Und werden versuchen, mich wieder zurückzuschlagen. Was haben wir hier als Reserve? Das 2. Panzerarmee-Korps in Stubbock, das ist hier verteilt, kommt aus der 18. Panzerarmee. Ich kann jetzt natürlich das Risiko eingehen, hier weiter runterschicken. Die Gefahr ist aber, dass sie irgendwo hier versuchen, einen Gegenangriff zu starten. Das ist nämlich jetzt tricky in der Situation. Weil das ist alles nur nichts Halbs, nichts Ganzes. Ich bin zwar jetzt schon mal durchgebrochen, aber die Gefahr ist jetzt ziemlich groß, dass sie mich wieder zurückwerfen. Da ist auch nichts Gescheites. Ich werde jetzt auf jeden Fall den Bereich hier nochmal verstärken mit zwei zusätzlichen Panzergrenadiereinheiten. Dann wird der Hut hier mit einer zusätzlich verstärken. Und dann muss ich jetzt erstmal hoffen, dass die Panzergrenadiereinheit hier durch. Was ist denn hier los? Wie ihr gesehen habt, ist es nicht pfiffig, ein Panzergrenadier-Armeekorps alleine loszuschicken. Sich nicht nach vorne. Um 10 Uhr, wieso um 10 Uhr? Was ist denn um 10 Uhr? Was läuft denn da für ein Film? Muss man manchmal nicht verstehen, was da los ist. Schaut nicht gut aus. Gar nicht gut. Ich muss jetzt irgendwie halten, solange die hier unten noch nicht zugemacht haben. Das wird jetzt haarig, um es nochmal zu wiederholen. Ja, schön für euch. Ja.
Was haben wir denn hier noch? Ist auch noch Teile, 15. Panzerarmee. Die schicken wir jetzt auch hier runter. So, falsche Märker sind gelandet, bringen die was? Scheint nicht so. Ich habe auch nichts an Luftwaffe großartig, was ich jetzt noch einsetzen könnte, um die Organisation des Gegners zu schwächen. Das muss jetzt irgendwie so laufen. Und das ist halt wieder einer von diesen Situationen, wieso ich Hearts of Iron schon seit Jahren spiele oder gern spiele auch, weil das halt immer so was Unerwartetes nochmal passiert, wenn man denkt, oh, jetzt läuft's eigentlich ganz gut und dann hauen sie dann doch nochmal zurück. Deswegen mag ich's auch. Das sind halt auch dann die schönen Momente, auch wenn man dann immer leicht ins Schwitzen kommt. Okay. Oben haben wir einen Griff. Hier unten schaut es noch nichts danach aus, da wird gleich aufgegeben. Die schicken wir auch noch hier rein. Also, wir müssen das irgendwie halten. Oder ich muss notfalls hier oben ausweichen, um den ganzen Kräften hier unten zu entgehen. Okay, hier bin ich durchgebrochen. Wie geht's weiter? Kürzester Weg ist hier halt. Ach, ich kann noch nicht. Die schicken wir auch dahin. Die bleibt zurück. Die ersten Weichen schon zurück. Das ist nicht gut. Das schaut schlecht aus. Vielleicht bringt's was, wenn wir Abfangjäger hier einsetzen, damit wir zumindest die Luftwaffe uns im Holz halten. Die sind schon alle kräftig am Rückziehen. Gut, die falschen Jäger, die kommen noch am besten davon. Ja, das ist schlecht. Gefällt mir nicht. Gefällt mir nicht. Aber wie schaut's aus? Kommen wir da mal langsam in die Gänge. Ein bisschen schneller machen. Ich weiß auch, was hängt jetzt. So, komm. Das ist schon mal gut hier unten in dem Bereich. Da können wir durchbrechen. Jetzt müssen wir nur schauen, dass wir da irgendwie zumachen. Und das schnellstens. Jetzt werde ich ja nur hier angegriffen. Na, probieren's jetzt. Die wissen ganz genau. So. Durchgebrochen bin ich. Was ist jetzt hier los? Gegenangriff. 3 Infanterieeinheiten. Die sind auch gleich da. Da schaut's immer noch dünn aus.
Im Moment ist der Kessel noch zu. Der ist auch gleich wieder auf. Ja. Die probieren es jetzt an jedmöglicher Position. Wieso habe ich da keinen mit? Mit Nachschub habe ich da noch ein 2 irgendwo. Kommando, alle Götter. Ach, was ist der? Gut. Auf die Schnelle kriege ich da jetzt auch keinen. Muss ich erst nachher nochmal gucken. Also. Hier oben, das kriegen wir im Griff. Hier unten schaut es ganz schlecht aus. So, da sind sie wieder drin. Also heißt es für mich 81 Stunden, 75 Stunden, 72, da geht's weiter. Also die Idee war schon mal nicht schlecht, dass ich die 5. Panzerarmee hier hochgezogen habe, weil ohne die würde das hier erst recht nicht funktionieren und es ist jetzt schon ziemlich haarig, die ganze Angelegenheit. So, wir schicken die noch hier runter. Okay, Skijäger-Division. Ich bin zurzeit dabei, meine Heeresgruppe Süd, die ich auch wie die erste Gebirgsjägerarmee von Anfang an des Spiels eigentlich habe, ziemlich am Anfang, so 36, 37 Aufbau, wieder neu aufzustellen bzw. auszurüsten. Und der Einfachheit halber tue ich sie jetzt einfach mal der Heeresgruppe direkt zuordnen, aber die eigentliche Einsortierung bzw. Aufstellung des Korps erfolgt dann später. Ist jetzt auch im Moment nicht so wichtig. So. Die probieren es, sie probieren es ständig. Der Wahnsinn, ey. Die wissen ganz genau, was hier auf dem Spiel steht. Das wäre ein ziemlicher Stapel, den ich da denen wegnehme. Also das ist, was mich auch wieder verwundert, dass die KI so reagiert. Die wissen ganz genau, wenn ich den Kessel zu habe, ist Feierabend für die Armeen da drin. Die sind ganz schön auf Krawall hier drin getrimmt. Da unten wird's gefährlich. Das muss man im Auge behalten. Da ist sowieso schon wieder. Das gibt's doch nicht. Was greifen die denn da an, ey? Wieder verloren, die Provinz. Wahnsinn. Problem ist, ich darf nicht so viele Einheiten darunter schicken. Nicht, dass ich dann nur noch deorganisierte Einheiten habe. Und ich dann die eroberten Gebiete hier überhaupt nicht mehr halten kann. Das wäre nämlich katastrophal, weil also wenn ich hier Einheiten verliere, dann kann ich das Spiel so gut wie aufgeben, weil die kriege ich gar nicht so schnell nachgebaut.
hat im Moment ganz viel Zeit. Den lassen wir jetzt mal so. Die stören mich nicht. Hoffe ich. Na komm. Das ist in der Kampagne. Das wievielte Mal, wo ihr es seht? Achte? Stimmt. Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Abfangeinsatz, okay. So, jetzt werde ich gleich wieder hier drin stehen, dann werden sie wieder einen Gegenangriff schlagen. Das erinnert mich so ziemlich an einen der ersten Schlachten hier, und zwar Memelland, wo es immer hin und her ging. Achso, sollten wir vielleicht mal Pause wegdrücken. So. Na komm, noch hin. Wahnsinn, was ist denn das hier? Wo kriegen die ganzen... Also wenn es so weitergeht, es gibt's ja wohl nicht. Soll ich denn da noch alles runterschicken? Ich überlege gerade was, ob ich nicht hier schon mal ein paar Gebirgsjäger hinstellen soll. Fürs Erste. Die ich dann zur Sicherung nehme. Ist ja wurscht, ob die jetzt immer am Anfang erstmal desorganisiert sind. Schlecht. Was ich natürlich auch machen könnte, den Kessel zuziehen. Das ist jetzt die große Gretchenfrage. Ich bin mir nicht schlüssig. So, wir haben eine weitere Einheit in Lauerstellung und die werde ich nämlich jetzt auch hier abwerfen. Ich baue jetzt irgendwie mehr Truppen da unten. Dieses Eck wollen die nicht hergeben, nicht ums Verrecken. Wahnsinn, ey, wie die sich da wehren. Das gibt's ja nicht. Die müssen doch irgendwann mal Organisation abnehmen, so oft wie die mich angreifen. Das haben wir noch ein Fallschirmjäger gar nichts mehr. Gut, da können wir jetzt das Korps auch runterlaufen lassen. Es sind nämlich keine Fallschirmjäger mehr da. Sollen sie zumindest einen Kommandobonus noch kriegen, wenn wir schon mal da unten sind. Oh, jetzt versuchen sie es von hier. Ja, hilft nix. Ich muss jetzt schauen, dass ich den Kessel zumache. Ich darf nicht das Risiko eingehen, dass die hier mit durchbrechen.
Also, ich muss jetzt hier, um das mal ein bisschen genauer zu erläutern, ich werde jetzt versuchen, hier den ganzen Druck hier abnehmen zu lassen. Dadurch, dass ich hier einen Kessel enger ziehe, dann können sie zumindest mit ihren Einheiten sind sie erstmal in dem Bereich beschäftigt und können mir nicht noch in den Rücken reinfallen. Die Armeen, die hier kämpfen, die sind normalerweise eigentlich gar nichts mehr so stark, weil die sind ja vom Nachschub abgeschlossen. Ach du Scheiße, jetzt bringt sie hier oben auch noch durch. Alter. Die versuchen es mit allen Mitteln. Das gibt es nicht. Das ist der Wahnsinn, was da abgeht. So, abgeschnitten. Ungut. Sehr ungut. So, ich muss mal ganz kurz was gucken und unterbrechen. Bin gleich wieder da. So, ich bin wieder da. Ich musste mal kurz unterbrechen, weil ich musste mal nachdenken, wie ich weiter vorgehe. Und ich habe mich jetzt dann doch entschieden, die 7. Gebirgsarmeekorps aufzustellen. Also von den Einheiten, die ich hier in dem Aufstellungsstapel hatte, habe jetzt drei Einheiten hier zugeführt. Und die andere Einheit, die auch in dem Stapel drin war, die habe ich der Heskope Süd, also Richtung Deutschland verfrachtet. Ich möchte jetzt einfach auf Nummer sicher gehen, nicht, dass ich nochmal zusätzliche Truppen hier brauche, um den Bereich zu sichern, auch wenn es jetzt eine Weile dauert, bis die organisiert sind, aber Teufel ist ein Eichhörnle. So, sage ich immer. So, da geht schon wieder rückwärts. Wir marschieren vorwärts. Also ich bin hier schon mal vorangekommen, das ist schon mal sehr gut, das ist ein gutes Zeichen. Jetzt müssen wir mal schauen, dass wir hier irgendwo noch einen Sack zumachen und die immer mehr zurückdrängen. So werde ich jetzt erstmal das komplette Kosaken-Kavalleriekorps hier hinschicken. Die komplette Infanteriedivision hierhin, also das Infanteriekorps. Jetzt einfach schauen, dass wir so schnell wie möglich hier die Einheiten mitbekommen. Eigentlich wollte ich euch das nicht mehr zeigen, aber nachdem ja dieser Kessel noch nicht gesichert ist, denke ich mal, das ist vielleicht für euch ein bisschen interessanter, und zumindest euch noch so viel zu zeigen, bis der Kessel hier stabil ist. Aber im Moment ist es ja nicht so. Und wenn dann der Kessel stabil sein sollte, dann werde ich dann auch abschalten. Also ich sag mal, die Einheiten hier aufzulösen oder beziehungsweise zu entfernen von dem Spielbrett, das ist dann relativ langweilig immer. Das ödet mich manchmal sogar an. So, da versuchen sie schon wieder. Hier oben probieren wir es. Okay. Und schon wieder geballte Offensive. Wo waren das jetzt hier? Das ist der Wahnsinn. Wo kriegen die ganzen Truppen her? Wie viel haben die noch in der Hinterhand? Okay, da sind sie auf dem Rückmarsch. Da werden wir angegriffen. Besonders. Wir sind da so übermütig. Die Infanteriedivision, ja. Schön kann man machen, muss man aber nicht.
Okay, da scheint sich zu beruhigen für uns. Hier oben scheint es auch besser zu laufen. Ja gut, die versuchen jetzt noch ständig hier mich zurückzuhauen wieder. Das wird denen nicht gelingen. Weil nachschubmäßig schaut sie. Oh, jetzt kommen sie schon wieder. Gerade eben habe ich noch gesagt, da beruhigt sich's langsam. Jetzt schlagen sie schon wieder zu. Also das ist der Wahnsinn hier. Und hier geht's auch schon wieder in die Gegenrichtung. Garnisonstruppen bringen zwar nicht so viel, aber vielleicht, wenn sie mal drin sind, dass ich dann noch verzögern könnte, das wäre natürlich eine schöne Sache. Ich baue jetzt irgendwie, das gibt's doch gar nicht. Da ist eine Festung. Das tue ich mir noch nicht an. Oder ich könnte natürlich, wenn ich jetzt hier bin, dann hätte ich hier unten einen Teil, da einen Teil. Wenn man es richtig machen will, sollten wir erstmal das hier nehmen. Ja, das machen wir auch so erstmal. Wahnsinn. Das gibt's doch gar nicht. Was ist denn hier unten eigentlich los? Da tut sich gar nichts, oder? Ich glaube, ich habe da ein Wespennest gestochen. Und es geht wieder retour. Das ist gar nicht gut. Weil die Hauptproblematik ist, dass mir langsam die Kräfte hier ausgehen. So, die verschieben wir schon mal dahin. Die brauche ich auf jeden Fall gleich noch. Vor allem frische Kräfte. Garnison, Garnison, Garnison. Alles, was Entlastung schafft, ist gut. Jetzt wollen Sie es aber wissen, ey. Ist. So, und jetzt ist passiert, jetzt ist etwas passiert, was ich gar nicht haben wollte. Und zwar, jetzt sind wir hier eingekesselt. So, und wie kommen wir da wieder raus? So wie es ausschaut im Moment gar nicht. Wer würde jetzt zerschlagen? Gebirgstralala. Wo wird's wieder aufgestellt? Ich hab's jetzt nicht richtig gelesen. Sag,
Ja, schön für euch. Was war denn da los? Wurden die angegriffen? Habe ich versehentlich die hier angreifen lassen? Kann auch sein. Habe jetzt gar nicht so aufgepasst. Model, Generalfeldmarschall, glaube ich. Oder nicht Brücke von Arnheim? Kann sein. Also, das ist ein Hin und Her. So, da geht's raus. Du bist auch mit. Du bist auch mit. Du bleibst da. Du bleibst da. Du bist mit. Ich brauche da eine Entscheidung. Das gibt's nicht, ey. Ich möchte mal wissen, woher sie die ganzen Truppen haben, ey. Wachsen die bei denen auf Bäumen oder was ist denn da los? Ja, super. Wo ist das? Das mit den komischen Rebellen, das nervt nur. Ab einem gewissen Spielstand könnten sie das auch immer mehr einschränken. Weil es meiner Meinung nach, wenn man da die halbe Welt erobert hat, müsste das normalerweise auch irgendwann mal nachlassen. Naja. So, was ist denn jetzt hier? Das ist gut. So. Jetzt werden wir uns hier als erstes nächsten Flughafen sichern. Der hört jetzt mal damit auf. Also es hat nicht den gewünschten Ziel bis jetzt erreicht, was ich vorhatte, dass ich einen stabilen Kessel habe. Ich bin jetzt zwar hier in dem unteren Bereich, bin jetzt schon wieder auf grün beim Angriff, das kann sich aber schnell wieder ändern, nämlich spätestens dann, wenn meine Einheiten drinstehen und er schon wieder irgendwo Panzereinheiten, Panzergrenadiere herbeizaubert, aus irgendwo aus dem Nichts. Und ich dann wieder versuchen muss, das Ganze zu verteidigen. Okay, das ist durchgebrochen, das ist gut. Belgische Nationalisten. Wo in Afrika irgendwo? Ja, da kommen wir jetzt nicht hin. Jetzt geht's halt. So, was sind jetzt? Haben wir jetzt mal. Keine Versorgung ist ganz schlecht. So, und jetzt wird Entsatz. Und der Entsatz geht hier entlang. Ja, schon recht. 6 Einheiten. Wo sind die wieder hergezaubert? Weiß kein Mensch. Das ist der Wahnsinn mit dem. Die werden wir hier ganz flux hier hinbringen.
Da schaut's gut aus, da schaut's wieder schlecht aus. Wollen wir schon wieder hier Druck bekommen ohne Ende. Jetzt bekomme ich ja auch noch Druck wahrscheinlich. Das ist echt der Knaller des Spiels, ey. Ich möchte mal wissen, wo die die ganzen Einheiten her haben. Afghanistan ist auch gut. Ich muss mir vorstellen, hier rumpelt es ständig an der Front und die haben noch Zeit, Afghanistan nebenbei zu erobern. Gut. Solange wir immer ein bisschen zu ist die Front, können wir hier einige Stapel entfernen vom Spielfläche. So, ich glaube, das müsste es auch ziemlich gewesen sein. Ja, also ich würde sagen, das ist jetzt schon, ich bin hier mit einer Armee hier reingerumpelt. Das ging jetzt ratzfatz. Ich denke, ich bekomme die Sache jetzt langsam unter Kontrolle und behaupte mal jetzt, dass die Panzerschlacht Grotno, wie ich sie genannt habe, so ziemlich beendet ist. Die werden jetzt immer wieder versuchen zu drücken nochmal, um doch noch die paar Einheiten hier rauszuholen, aber ich denke, das müsste jetzt gelaufen sein. Schon wieder. Was ich an Einheiten hier schon zurück, was ich schon verloren habe. Zurückschlagende. Können wir auch so. Die werde ich jetzt auch wieder zurückschlagen. Und ich denke, dabei belassen wir es für heute und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Ich werde wahrscheinlich wieder, so wie beim 7. Teil, eine kleine Einführung machen, wie mein nächstes Ziel ausschaut. Und ja, ich werde mir dazu was einfallen lassen. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.